Guten Morgen Leute aus Köln, ich bin gerade auf dem Weg in die Base zusammen hier mit den Racing-Sachen und tatsächlich zum letzten Mal dieses Jahr, zum letzten Mal zumindest vorerst, denn ich bin auf dem Weg zum letzten geplanten Rennen. Fühlt sich ein bisschen komisch an, also ich meine, es kann gut sein, dass es weitergeht, ich möchte auf jeden Fall Racing auch weitermachen, aber es ist gerade erstmal so das letzte geplante Rennen. Ich hatte schon mal so eine Situation bei meinem letzten KTM-Rennen, da wusste ich auch nicht, geht es danach überhaupt weiter und dann ging es richtig weiter und zwar sowas von, dann ging ja erst die ganze GT4-Saison los. Aber fürs Erste ist es jetzt erstmal mein letztes Rennen. Ist mir heute Morgen aufgefallen. Guten Morgen erstmal. Ja, guten Morgen. Das ist jetzt das letzte Rennen, wo wir hinfahren erstmal. Ja, ne? Stimmt. Für dieses Jahr. Ja, aber ist ja nichts geplant. Ich habe hier keinen Vertrag unterschrieben für nächstes Jahr. Kann auch sein, dass das letzte Rennen in meinem Leben ist, weißt du? Zur Not geben wir Kart fahren. Ja, ist immerhin das. Ich hab meinen Helm heute Morgen eingepackt und so. Dachte, warte mal. Ist so. Es kann das letzte Mal sein. Also ich hoffe es nicht. Egal, Leute. Heute ist auf jeden Fall Dänastag angesagt. Und ihr seht. Hier, so sieht übrigens das Programm aus, mit dem hier das ganze Studio programmiert wird. Und dazu passt auch hier die erste Frage heute, heute ist ja Dänastag, ja? Und die erste Frage kommt von Jerry und der hat gefragt, wann kommt eigentlich das erste Video in einem neuen Studio? Und ich meine, ihr seht, es ist noch nicht fertig, Möbel sind noch nicht da, aber ansonsten haben wir schon ziemlich, ziemlich viel hier am Start, genau. Nebel ist auch da. Und damit wir richtig anfangen können, Leute, haben wir mittlerweile auch noch einen Vorhang, richtigen so Bühnenmolton ist das hier. Das haben uns ja auch viele von euch empfohlen. Oh, Alfie, Hallöchen, na, alles gut bei dir? Guten Morgen! Ich hatte extra hier eine Krawatte an, denn Pascal hatte Geburtstag. Oh, vor 2 Tagen! Und wir haben eine Überraschung oben, ne? Wir haben eine Überraschung oben? Ja, ja. Du musst mir was mitkommen jetzt. Ist noch nicht. Ja, okay. Los geht's. Komm, komm. Du bist im Weg, wir brauchen den Stuhl hier leider. Einfach runter. Jawohl, ja, den kannst du haben. So, freue mich sehr, dass wir jetzt nämlich das erste Mal wirklich was Echtes hier drehen können im Studio, auch wenn wir noch immer keine Möbel haben, aber ansonsten ist das jetzt wirklich hier dafür bereit, dass wir zwar noch nicht die große Show machen können, aber eben unser kleines Format hier im Dänastag und wie das heißt, das wisst ihr doch, Leute. Intro ab. Schnelle Fragen an von der Laden. Okay, die Zeit läuft hinter dir ab und die erste Frage. Weißt du schon, was dein neues Auto wird? Mein neues Auto wird, nein, ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Wann ist das Studio komplett fertig? Hoffentlich im Oktober, hoffentlich nächsten Monat. Hast du einen neuen Job zu vergeben? Oh ja, ihr könnt euch bewerben. Team steht hier unten, aber ich kann es nicht, also die Zeit ist zu kurz. Ja, ihr könnt euch bewerben. Der Tobi fragt Malle Cup Teil 2. Oh ja, super gerne. Abile geht immer, oder? Entspannung oder Action? Beides brauche ich. Ich brauche immer beides. Hast du vor, mal wieder einen größeren Urlaub mit deinem Bruder zu machen? Yes, ich gehe surfen mit ihm auf dem Azoren jetzt im Oktober. Autogrammstunden am Sachsenring? Ja, gibt es nach jedem Rennen. Immer am Ende, nach dem Rennen, eine Stunde später sowas machen wir Autogrammstunde. Wann besucht ihr Ringpolis in den heimischen Hallen? Oh, wir sind zum Barbecue eingeladen. Da gucken wir uns alles mal an, machen auch ein Video und das machen wir Ende des Monats jetzt. Um wie viel Uhr gehst du immer schlafen? Ich versuche vor Mitternacht zu schlafen, aber ich schaff's meistens nicht. Würdest du gegen Unge ein Wettessen bestreiten, beziehungsweise auch mal nach Madeira fliegen? Ich würde unbedingt mal nach Madeira fliegen, aber das einzige Wettessen, was ich schaffen würde gegen ihn, wäre irgendwas, was mit Fleisch ist. Was war deine schlimmste Verletzung bis jetzt? Ich hab noch nie was gebrochen, noch nie irgendein Band gerissen oder sowas. Ich wurde mal vom Auto überfahren auf der Longboard-Tour, das war das Schlimmste, aber es waren nur Schürfwunden, also Tiefe, aber nichts Schlimmes eigentlich. Sprudel oder stilles Wasser? Stilles Wasser, aus dem Kran, einfach aus dem Hahn, fertig. Über welches Kfz wurde mit dem Godehard philosophiert? Über einen Porsche 993. Hast du Lust, unseren 964er zu testen? Oh, super gerne, ja, das ist noch älter als der 993. Porsche 964, schreib mir aber auf Instagram, dann testen wir den. Was isst du gerne zum Frühstück? Ich esse gerne zum Frühstück Pancakes. Und das war's. Zack, Leute. Man kann es gar nicht unschwer erkennen, es ist vorbei. Das war unsere erste Session jetzt hier für schnelle Fragen an von der Laden. Also ich finde das ganz lustig mit dem Studio. Hatte Tim alles hier mal ein bisschen so einprogrammiert, wie wir uns das zusammen vorgestellt haben. Könnt ihr uns gerne mal Feedback unten rein in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Aber ich werde jetzt einmal hier ganz kurz einmal hier so abmachen. Und dann seht ihr, ne, da unten sitzt der Tim mit seinen Fragen am Start. Und ich gehe jetzt hier einfach nur einmal rüber in mein anderes Zimmer. Und jetzt geht's hier rein in den Formel 1 Simulator. Und jetzt nehme ich nochmal Formel 1 mit Pete Smith auf. Denn am Samstag kommt auf meinem Gaming-Kanal die erste Folge von unserem gemeinsamen Formel 1 Let's Play. Da freue ich mich sehr drauf. Deswegen rein hier und Headset auf. Ungefähr so. Guten Morgen, Peter. Ja, bin gleich ready. Und wir sehen uns direkt nach der Aufnahme wieder, wenn es zum Sachsenring geht. Alter, wie spät ist denn jetzt schon? Kathi, wann müssen wir eigentlich los? Weißt du das? Ja, vor einer halben Stunde. Shit. Okay, ich hole Felix. Felix! Felix! Hä? Wir hätten seit einer halben Stunde schon los müssen. Ah! Was machst du? Hä? Spielst du jetzt weiter, oder was? Ich bin trainieren noch für den Sachsenring. Ja.
Was? Aber wo ist Sachsenring? Ich habe hier gerade eine Frage reinfügen. Oh ja, okay, versuchen's. H.Mau-17- fragt, welche Platzierung wünschst du dir bei dem letzten Rennwochenende? Oh, es wird sauschwer, weil ich kenne diese Strecke nicht. Hier sind so viele blinde Kurven. Alain kennt die auch nicht, mein Teamkollege. Das heißt, wir kommen beide ohne Erfahrung daran. Und nur wir haben. Es gibt. Das machen wir aber nicht. Deswegen, damit sowas nicht passiert im Rennen, bin ich jetzt hier am Schauen. Die Strecke ist gar nicht für McLaren. Das ist das einzige Stück, was für McLaren ist, weil man hier so ein bisschen halt berghoch fährt. Und da wir so ein bisschen die Motorpower haben. Ansonsten ist diese Strecke wirklich richtig schwer für uns und eher für KTMs und uns für Porsche auslegt. Deswegen muss ich ja beiseite schieben, ist ja klar. Ja, normal. Ja, ich bin ja PlayStation-Spieler. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich hänge natürlich viel von der BOP ab. Die sollte okay sein für uns, ja, nicht gut. Nicht so, dass wir irgendwie wieder irgendwas gut gemacht bekommen, aber zumindest nicht mehr total scheiße. Und was das heißt, ist, dass wir mithalten können, aber jetzt um Sieg kämpfen wird schwer, weil das einfach keine McLaren-Strecke ist. Eher so eine Porsche. Oh, na, Jungs, was macht ihr da drüben? Das sind alles nur KI-Leute, ja? Ich mache jetzt zum ersten Mal mit Race schon, weil das ist das Einzige, wo diese Strecke, wo der Sachsenring überhaupt drin ist. Oh, also die Hoffnung ist auf jeden Fall für mich, dass ich irgendwie hier auf einer guten Punkteplatzierung landen kann. Also wenn wir Top 5 nochmal schaffen zum Saisonabschluss, wäre es, glaube ich, schon mega, mega gut. Also mal schauen, mit der Leistung am letzten Rennwochenende war ich auch zufrieden. Da sind wir 10. geworden. Wenn ich dieselbe Leistung nochmal abliefer, dann geht es in die Top 5 auf jeden Fall. Wenn nicht sogar noch weiter hinaus. Aber du hast recht, wir sollten langsam los. Wir haben noch viele Stunden Fahrt vor uns. Und zwar fahren wir hier mit, Leute. Wir haben uns einen Mietwagen holen müssen, weil in Katis Auto passen ja nur 2 Leute rein. Und wir sind ja schon mal zu dritt. Ich wäre in den Kofferraum gegangen, aber wir haben zu viel Gepäck dabei. Ja. Oh, jetzt fährt sie ohne uns. Also, ey, nee, so weit ist er nicht gemeint. Also. Komm. Immer gut, eine nette Fahrerin zu haben, Leute. Immerhin hier innen kennt Karten sich ja noch aus, das gleiche wie im S6. Ja, aber viel langsamer. Ja, das stimmt leider. Ankunftszeit wird uns hier gesagt, ich möchte es gar nicht aussprechen. 21.49 Uhr, 5 Stunden, 500 Kilometer. Aber tut man nicht alles. Um ins wundervolle Sachsen zu fahren. Zum Sachsenring. Wollte ich schon immer mal hin. Ich wollte schon immer mal hin. Warst du noch nie in Sachsen? Nö. Noch nie? Nö. Guck mal, ich habe Longboard-Tour durchgemacht. Schön. Ja, Sachsen ist schon eigentlich schönes zu bieten. Den fahren wir da hin und sehen uns direkt morgen früh wieder. Ja, guten Morgen Sachsen, Leute. Schaut euch an, da ist schon die fette Tribüne vom Sachsenring. Und auch hier links neben uns ist die Strecke. Eine Berg- und Talfahrt ist das. Mit dem Ding fahren wir hier. Bernie, was ist das denn? Was hast du gemacht? Ja, ich dachte mir... Wir schauen mal, wie die BOP so ist dieses Mal. Das ist der BOP-Boost hier, Leute. Das ist genau für Karte oder Kaffee. Wofür ist das Ding da unten dran? Damit er lauter ist. Aha. Damit er lauter ist, ja. Die Sachsen ist ein Lautsprecher, sozusagen ja. Ein Verstärker. Weil der ist sonst so leise, der Porsche. Und hier im Sachsen gibt es so Lärmauflagen. Da muss eine bestimmte Lautstärke erreichen, sonst darf er gar nicht fahren. Wenn man nicht mindestens... richtig laut sind, dann darf man hier nicht fahren. Deswegen, statt mir McLaren, Leute, fahren wir heute hier mit dem Ding. Ohne BOP ist er wahrscheinlich schneller. Aber hier fehlen gerade noch Reifen, weil wir jetzt Regenreifen rauffahren müssen. Deswegen fahren wir erstmal hier mit. Guten Tag. Es geht los. Hallo. Es geht los. Servus. Servus. Ach, was ist denn los? Wenn ich jetzt das da in die Kamera halte, ist das dann Werbung? Ja, ach, jetzt müssen wir Werbung einblenden. Toll, Bernie, toll. Weg damit, weg. Aber da steht, ich liebe es drauf und ich liebe es gar nicht. Schnell weg damit. Ach, sehr gut. Keine okay. Werbung mehr. Jetzt können wir losfahren. Ich liebe es auch nicht. Ja. Du musst dich angurten. Der Kurt. Was war das? McDonald's? Na, ach komm! Ach komm, Bernie. Ich dachte, wir fahren wirklich los. Ich bin jetzt der Einzige, der angeschnallt ist. Jetzt fahren wir doch nicht los. Wir fahren los. Aber irgendwann halt heute. Wenn der Tag vorbei ist. Du kannst dann gleich losfahren in diesem weißen, schönen Cayman. Ja. Eigentlich ist das nämlich so ein Tractor mit hier einfach Dragster nur. Auspuff. Und nur ganz viele Sachsen hier gerade. Diese fahren auch andere. Ich schätze, fahren auch welche aus Thüringen und auch vielleicht aus Bayern. Aber eigentlich mit solchen Straßen echte Bayern, aus, ich habe ein echter Bayer fährt. Ich bin ja, er ist Bayer, oder? Ich bin ein Bayer. Sehr gut, der ist auch sehr am Start. Gut. Aber deswegen dachte ich, wir fahren wirklich jetzt hier mit die Tröse. Ich wollte mit dem Bus fahren. Diese Tröse wäre eigentlich, ich habe die extra auf High Performance setupen lassen heute. Setup. Aber ich habe kein Picker. Schau mal, wer da ist. Kennst du diese Frau, die blaue Frau? Die blaue Frau. Die mit dem Kuschelpulli. Die Maus mit dem Mausifell. Hallo, Kathi, hallo. Hallo, willkommen. How's it work? What are you doing? Hallo. 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 Boys only. Boys only. Boys only. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Servus. Bye, bye. Ciao, ciao. Ich muss jetzt eigentlich umziehen. Yeah, the boys. The boys. I gotta get through here somehow. Oh, hast du deine Kleidung? Ah! Oh, schneller. Nein! Ah! Oh nein, es hat Kati meinen Platz auch noch da vorne. Naja, aber hier ist mein Helm, Leute.
Hier ist mein Rennanzug. Dann ziehen wir uns mal um. Dann können wir gleich endlich auch selbst fahren. Oh Gott. Als erstes fahre ich jetzt gar nicht selbst, sondern ich fahre bei Alarm mit. Ich bin noch nie bei dir mitgefahren. Hallo, das erste Mal, ne? Ob das was wird? Ich würde das nicht machen. Ja, ich werde mal jede Chance nutzen, hier nochmal überhaupt die Strecke anzugucken, wie das hier so aussieht. Na, was machst du da? Weiß ich auch nicht. Fahrer. Einfach einparken hier in der Boxengasse neben unserem Teambus, das ist echt lustig hier. Es ist halt heute nur so ein Trackday, wo halt jeder mit Straßenautos eigentlich fährt. Deswegen darf ich auch die Kamera mal mitnehmen und so. Noch lustig hier, mal was anderes, ne? Ja. Und das alles hier mit dem Ding, das ist natürlich dafür da, dass es nicht so laut ist. Weil die haben hier ganz starke Lärmbestimmungen. Und damit wir überhaupt hier fahren dürfen, muss es halt alles ein bisschen von der Lautstärke gedämpft werden. Wo sind denn alle? Das frage ich mich auch. Wenn du willst, kannst du auch nochmal fahren. So, und jetzt fährt er auch nochmal runter alleine. So. Damit ein schöner Einstieg, gerade weil ich die Strecke noch nicht kannte. Ist halt gut, es einfach mal gesehen zu haben aus Fahrerperspektive. Und gleich darf ich auch selbst nochmal fahren und danach sehen wir uns wieder. Okay, nächste Frage. Audi RS4 will Frock irgendwas fragt, wird Team GT nächstes Jahr wieder mit McLaren an den Start gehen? Was meinst du, Danny? Ja, ich sag mal, wir haben natürlich die McLaren da und wir sind eigentlich auch ganz happy. Wir werden auch nächstes Jahr wieder GT4 fahren, also wir werden die European Series wieder fahren, nächstes Jahr wie letztes Jahr. Aber wir haben auch andere Alternativen und wir lassen uns im Moment einfach noch offen und werden es im Winter... Kann man so einen Ausflug auch an McLaren ranmachen? Das wäre auch ganz... Also vielleicht geht es ja dann schneller, aber wir werden auf jeden Fall im Winter mal das diskutieren oder in den nächsten Wochen und werden das dann den Leuten wissen lassen, was wir machen. Aber wir machen auf jeden Fall weiter. Wir machen wieder GT4 und wir machen vielleicht noch etwas zu GT4 dazu. Das kann auch noch sein. Und womit wir nächstes Jahr fahren, das teilen wir später. Das teilen wir einfach noch mit. Bald. Kommt alles auf den Team GT-Kanal wahrscheinlich. Ja, ja, auf den tollen, auf den ganz tollen Team GT-Kanal, also ganz Team. Das ganz ist toll. Der beste Team GT-Kanal in ganz Deutschland. Ist ja, Team ja. Ganz toll. GT halt. Ach, ja. Team ganz toll Kanal. War auch ganz toll gerade im Auto, ich bin jetzt auch endlich mal selbst gefahren. Wie gerade eben schon als Beifahrer gesagt, lustige Strecke hier. Bisschen Regen. Ich bin jetzt als erster gewechselt von Regenreifen auf Slicks. Und erstmal ist dieser kleine Ford Focus oder was das ist. Ich fahre aus der Box raus mit kalten Slicks, ja, gehen die erste Kurve und der so ganz normal ja, vorbei. Und ich in jeder Kurve, ja. Reifen komplett kalt, kein Grip, erster Sektor ist so nass gewesen. Ja, Ford kann aber auch was, Ford ist nicht schlecht. Ford vielleicht. Zum Beispiel, ich habe tatsächlich, war doch was. Nein, Moment, ich habe tatsächlich angefragt, ich kriege ja einen Ford GT, also so ja. Diesen aktuellen Ford GT. Ach so, ja, warum nicht? Und ich habe tatsächlich angefragt bei Ford, ob es möglich wäre, dass wir mit dem, ob man den Ford GT zum GT4 Auto, ob man das homologieren kann, ob man mit dem Ford GT, ich fände das mega geil. Kannst ja poppen, ne? Den können wir dann, würden wir dann ungefähr 468 Kilo Zusatzgewicht so auf so einem Anhänger hinten drauf oder auf der Dachbox und wahrscheinlich 280 PS. Ja, runtergeregelt, ja. Ja, weil es so aerodynamisch ist. Ne? Wäre auch mal lustig. Das wäre lustig. Aber wir. Es geht auf jeden Fall weiter. Aber es geht auf jeden Fall weiter und es wird mit irgendwas Lustigem machen wir auf jeden Fall weiter. Sowieso immer. Also ich glaube, Frage wurde ordentlich beantwortet. What happened? Nothing. Schau dir das Auto an. Mike kam rein und meinte, ja, irgendwas hört sich komisch an. Und schauen wir uns das Auto hier an. Hier alles so abgeschürzt. Es geht hier auch noch weiter. What the hell, Michael? Some pretty damn strong cones, I must say. Er hat schon zugegeben, dass er gegen Cone, also gegen so eine Hütchen gefahren ist. What do you think about his driving? Oh, sorry, we got a car coming out. Fire up the engine. Let's get away back. What about Micah's driving? I can't believe it. I mean, I just can't believe this. I mean, I can. But what do you think, Tim? Can you believe this? Yeah, of course. Yes. Aber es ist Donnerstag, Leute. Wir haben natürlich noch Fragen am Start. Der Marc Weihe hat gefragt, bremst du in deinem Rennwagen mit rechts oder mit links? Mit links, Leute. Linker Fuß ist immer auf der Bremse, rechter Fuß immer auf dem Gaspedal. Manchmal immer auf der Bremse. Beides gleichzeitig. Ja, der ist nicht immer auf der Bremse, wenn man sie braucht halt.
dann aber hoffentlich richtig. So, dann haben wir noch eine Frage. Und zwar von smn.lf. Du bist doch Flugzeug interessiert. Boeing 747 oder Airbus A380? Da kann ich ganz klar sagen, 747. Ist halt lustig, das heißt wirklich ja Airbus. Wenn du den A380 ansiehst, das ist einfach wie so ein Linienbus, ja? Der einfach auch, der wirklich hässlich aussieht. Technisch gut, ist auch schön leise da drin, aber ist einfach nur so ein hässlicher Bus, der links geht. Und dann hast du die Königin der Lüfte, ja? Die 747, der so majestätisch entlang gleitet auf dem Rollfeld so. Und wenn du da oben sitzt halt, ist so ein ganz kleiner Bereich oben. Mega cool. Also immer 747 ist auf jeden Fall besser. Und die abschließende Frage für heute von Niklas-Notter352. Was würdest du gerne wiederholen, was in deinem Leben schon passiert ist? Da habe ich gerade drüber nachgedacht, als ich die Frage gelesen habe. Und ich finde, es gibt da einen ganz guten Song dazu, der heißt Das erste Mal von Sam. Mega guter Track, könnt ihr euch nach dem Video jetzt mal anhören. Und da geht es halt darum, dass so viele Sachen in deinem Leben, die du zum ersten Mal machst, mega schön sind, mega cool sind und du kannst es gar nicht wiederholen, dieses Erlebnis. Jetzt, wir stehen ja gerade hier in der Boxengasse, mein erster Sieg hier in der ADAC GT4, den wir im Juni geholt haben, mein erster Profisieg. Das war so ein geiles Erlebnis, oben auf dem Podium zu stehen, zu feiern, das Ganze wirklich geschafft zu haben, die Pole Position auch vorher. Und natürlich, das wäre jetzt meine erste Antwort gewesen, das würde ich gerne jetzt dieses Wochenende wiederholen, nochmal einen Sieg holen, auch wenn es unwahrscheinlich ist auf dem Sachsenring leider, von der Performance her vom Auto. Aber selbst wenn wir gewinnen würden, das wäre natürlich mega geil, aber es würde nicht daran kommen. Man kann die besten Sachen im Leben, auch die Longmotor zum Beispiel, du kriegst das Gefühl nicht wieder. Wir haben zwar nochmal eine Longmotor gemacht und es war auch cool. Aber es kommt natürlich nie an das erste Erlebnis ran. Deswegen, ganz häufig, gerade wenn ihr irgendwas zum ersten Mal macht, genießt den Moment, Leute. Fühlt sich in dem Moment nicht krass an, aber es ist meistens so, dass beim ersten Mal ist es am coolsten. Und das ist das, was einem in Erinnerung bleibt. Und höre ich einen Song an. Erstes Mal. Von Sam. Leider gibt es keine Songs von denen mehr, weil tatsächlich der Sam selbst verstorben ist. Wenig später. Das macht den Song auch nochmal, finde ich, ein bisschen emotionaler. Aber mega guter Track. Finde ich richtig gut. Ja, das war's jetzt aber für heute. Wir können euch leider nicht einspielen wegen Recht, aber dann müsst ihr euch jetzt selbst gucken, wo ihr den findet, Leute. Für den Vlog heute war es oder für den Dienstag war so halb gemischt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, drückt einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Video. Dann morgen oder übermorgen. Mach's gut. Ciao. Ciao.